Am frühen Morgen ist in Berlin das Großaquarium Aquadom explodiert. 1 Million Liter Wasser sind ausgelaufen, 2 Menschen wurden leicht verletzt, ein Hotel musste evakuiert werden. Die 2000 Tonnen schwere Acrylglasröhre war die Heimat von 1500 Fischen. Über 100 verschiedene Arten verendeten bei der Explosion kläglich. Das Aquarium sollte, Zitat, langfristig zu einem echten Naturraum umgebildet werden, heißt es auf der Website. Zitat, also nicht mehr nur künstliches Schauaquarium sein, sondern Stück für Stück natürliches Korallenriff werden. Seltene Fischarten wie Lippfische, Riffbarsche oder Clownfische fanden im Aquadom ihr Zuhause. Durch das Zerborsten des Aquariums wurden sie alle hinausgeschwemmt. Als Reaktion will die Tierschutzorganisation PETA rechtlich gegen die Verantwortlichen vorgehen. Zitat, wir werden Strafanzeige gegen die Verantwortlichen erstatten, weil hier offenbar fahrlässig mit dem Leben von rund 1500 Fischen umgegangen wurde, teilte ein Sprecher der Organisation am Freitag mit.